Hallo mein Lieben und willkommen zurück zu Die Sims, die Reise nach Batuu hier auf meinem Kanal. Mit besserer Technik. Ich habe es ja versprochen, dass ich mich um die Technik kümmere. Ich habe ein besseres Mikro, ich habe eine bessere Kamera und ja, trotzdem kommen die Videos nicht ganz so gut bei meiner Community an. Mal sehen, ich lasse das Projekt noch ein paar Parts weiterlaufen, schau, wie es entwickelt. Ansonsten werde ich das Spiel dann irgendwann weiter privat spielen, wenn es halt bei euch nicht so gut ankommt. Ihr könnt mir aber auch gerne unten in die Kommentare schreiben, ob es Spiele gibt, die ich vielleicht dann sonst spielen soll. Also ich habe schon ganz viel gelesen mit Disneyland, das Spiel für den Computer, dass ich das mal spielen soll. Vielleicht kommt das ja auch besser bei euch an, es besser halt zu meinem Content passt auf meinem Kanal. Egal. Wir spielen jetzt ein bisschen weiter. Ich mag nämlich die Sims 4, die Reise nach Batuu, ganz gerne. Wir sind stehen geblieben. Hier die liebe Moni übt noch mit ihrem neuen Nichtschwert. Deswegen haben wir auch so viel Geld verloren. Also so wenig Geld sozusagen. Bale fordert jetzt nochmal Hondo zum Sabak-Spielen raus. So viel Geld haben wir nicht, also pass auf, Bale, dass wir das Geld auch beisammen behalten und du endlich mal gegen Hondo gewinnen kannst. Das ist nämlich seine aktuelle Quest, seine aktuelle Mission. Und ja, ihre Mission ist jetzt, wir müssen jetzt zur ersten Ordnung, also also in den Bezirk der ersten Ordnung. Und da müssen wir noch ein paar Sachen erledigen, weil unsere Hauptmission ist, zwei Missionen für den Widerstand abschließen. So, das machen wir jetzt auch. Wir reisen zur ersten Ordnung. Zum Bezirk der ersten Ordnung. Nee, nicht mit Bale. Der muss Hondo beim Sabbatsch herausfordern und endlich mal gewinnen. Ja, wir müssen uns jetzt. Wir haben ja im letzten Part diesen Datenstift bekommen. Der liegt auch in unserem Inventar, wenn ich mich nicht recht täusche. Genau, da ist er. Und jetzt müssen wir uns. Ne, das ist mein Fitnesslevel. Jetzt müssen wir uns ein Bedienfeld raussuchen. Hier ist, glaube ich, schon eins. Ah ja. Hacken, Tasten verschlüsseln. Hacken üben. Bedienfeld. Analysieren wir erstmal. Weil ich muss ja den Zugriffscode erhalten. Aber ich muss auch aufpassen, dass mich hier keiner entdeckt. Aber ich glaube, ich bin hier in einer ganz guten Ecke. Da ist ein Stormtrooper. Guck ja weg. Nicht gucken. Nicht gucken. Weil sonst könnt ihr uns fragen, hier, was macht ihr hier eigentlich? Oder was machst du hier? Jetzt kommt hier einer. Oh, ein Schurke. Okay, das ist in Ordnung. Der Stormtrooper kann da ruhig stehen. So. Ich habe die Programmierfähigkeit erworben. Oh, guck da nicht so. Das ist doch so auffällig. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Na dann Zugriffscode erhalten. Da müssen wir den Code ja umschreiben, ne? Also probieren wir es mal. Setze die Analyse des Bedienfelds fort, um herauszufinden, wie du dich am besten einhacken kannst. Ach so, dann müsste ich noch weiter üben. Ja. Ich habe einen Stromschlag bekommen. Toll. Fail. Aber sie hackt jetzt hier weiter. Und dann hoffentlich. Analyse. Oh nein, da kommt Stormtrooper. Ich hoffe, der. Hallo. Ja, lauf einfach vorbei. Wir machen hier nichts Böses. Ja, einfach vorbei. Nein, hör auf. Hör auf. Stopp, 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 stopp. Nein, nein. Geh weg. Oh Gott. Was passiert jetzt? Oh Gott. Wer kommt jetzt hier? Okay, sie will nur plaudern. Aber warum steht er denn jetzt hier? Kann er nicht weggehen? Hallo. Okay, dann gehen wir erstmal weg. Haben wir jetzt genug geübt? Naja, ich muss weiter üben, aber. Okay, ich gehe jetzt das Risiko ein und mache das jetzt nochmal. In der Hoffnung, dass ihm das egal ist. KT 515. Und hier läuft. Kommt noch einer. Beobachten die mich beide? Oh Gott, jetzt. Oh Gott, jetzt werde ich festgenommen. Ausweisüberprüfung. Oh Gott.
Okay, es sieht wohl gut aus. Naja, dann gehe ich erstmal auffrischen, genau. Und dann gucken wir mal, wenn die jetzt hier wieder weglaufen, dass wir da nochmal hingehen. Okay, wir sind mit dem Schrecken nochmal davon gekommen. Sie duscht jetzt. Jetzt fühlt sich wieder wohl. Und wenn sie jetzt weglaufen, dann können wir ja das Bedienfeld mal analysieren. Weil sie laufen ja da weg. Sonst... Wieso ist denn schon wieder unwohl? Okay, also man muss auf die Stormtrooper hier aufpassen. Da kann man jetzt nicht gucken, was Bail macht, weil wir nicht im gleichen Bezirk sind. Aber ich hoffe, jetzt machen wir mal das ein bisschen schneller, sonst wird das hier zu langweilig. So, können wir jetzt den Zugriffscode erhalten? Nee, ich muss, glaube ich, weiter üben. Warum isst du jetzt was? Hast du Hunger? Nee. Mach weiter. Stopp! Da kommt wieder ein Stormtrooper. Hör auf! Hör auf! Stopp! Der rennt zwar vorbei. Da kommt der nächste schon wieder. Oh, müssen die hier so patrouillieren? Und oh nein! Jetzt kommt auch noch einer von denen. Hallo! Könntest du bitte aufhören? Scheiße. Oh Gott, nein! Oh. Warum hört die denn nicht auf, wenn ich auf X klicke? Oh. Ja, sieht gut aus. Ist gar nicht so einfach. Gibt es denn hier noch einen anderen, der vielleicht ein bisschen versteckter ist? Oh, was will die? Okay, die will noch plaudern. Aber das ist ja hier alles so. Ich möchte hier nicht festgenommen werden. Das ist ja jetzt nicht mein Plan. Ich guck gerade, wo ist noch Bedienfelder? Ja, hier kannst du dich komplett vergessen. Das sind alle so öffentlich. Ich denn noch mal? Ach, die macht erstmal Sport. Ja. Weil das Problem ist, ich will ja weitermachen. Warum kann ich das nicht? Wie? Wo ist denn mein Datenstift hin? Ist der Datenstift jetzt weg? Och nee, Leute. Ist der kaputt gegangen, als ich das getestet habe? Oh, jetzt muss ich einen neuen kaufen. Ich glaube, man konnte einen in hier kaufen. Im Black Spire Außenposten. Oh, toll. Kann ich ja lange üben. Ich glaube, da wo ich einen, wo ich das Lichtschwert gekauft habe. Was macht eigentlich Bail? Okay. Ich weiß nicht, ob er Geld verspielt hat, aber du forderst ihn jetzt mal hier nochmal heraus. Und du guckst, ob du den Datenstift kaufen kannst. Nee, wo war denn das nochmal? Ich bin noch ein bisschen... Da. Ich glaube, da war das. So, du kaufst da ein und ich hoffe, dass Bail endlich mal Hondo beim Sabbatspiel sieht. Das wäre ja auch mal ein Fortschritt. Da könnten wir hier auch mal ein Level weiterkommen. Und das ganze Geld, was du verspielt hast, könntest du mal wieder einnehmen. Ja, hat wieder Geld verloren. So, Datenstift. Ich würde sagen, ich kaufe mal direkt 2 oder 3. Weil, ich glaube, das muss man öfter probieren. So, dann kaufen wir die. Und du siehst nicht so gut aus. Dann geh mal was zu essen kaufen. Das hatten wir doch hier. Geh dir mal was zu essen kaufen. Und wie sieht es hier bei ihm aus? Also, der muss mal besser werden. Batubon. Ja. Essen wir das. Wir müssen ein bisschen Geld sparen. Oh!
Wir haben nur noch 250. Also so wird er da nie was. Können wir nicht eine andere Mission... Ah, die kann man dann wegschmeißen. Aber die muss man bestimmt erfüllen. Ich will die jetzt nicht abbrechen, aber... Gefühlt ist das richtig schlecht im Sabbat. Oh. Aber ihr geht's dafür ganz gut. Kann sie hier nicht noch ein bisschen üben an einem Bedienfeld? Gibt's hier sowas nicht? Damit sie da besser wird. Ist gar nicht so einfach, wenn es da so viele Sachen gibt, zu entdecken. Monimaus hat gelernt, ja, das ist schön, dass du das gelernt hast. Also so kriegen wir ja nie einen Druiden, wenn der das ganze Geld verspielt. Es fängt dann eine zweite... Also, wir sind gleich pleite. Gleich können wir uns nicht mehr zu essen holen und noch Wasser. Oh, also Glücksspiel ist auch keine Lösung. Das sieht man jetzt hier mal wieder. Ja, Bale. Das ist doch Mist. Okay, du spielst jetzt noch die Runde zu Ende. Und wenn du das wieder nicht schaffst, dann muss ich abbrechen. Also wir kriegen kein Geld rein. Bale ist ja irgendwie ein bisschen... Also ich muss sie dann, glaube ich, weg... Aber der ist ja der... Der Hondo ist ja der Captain sozusagen von den Schurken. Er hat gewonnen! Halleluja! Selbstsicher, ja, das hast du dir auch verdient. Er hat gewonnen. Ein Wahnsinn! So, Level 3 der Programmierfähigkeit erhalten. Wo macht man das? An diesen... Erhöhe die Programmierung durch Interaktion mit Bedienfeldern und Versorgungskisten auf Batuu. Führe zu Hause Interaktion. Ja. Gut, da sie das ja auch machen muss, würde ich sagen, fahren jetzt beide zur ersten Ordnung. Oder ist das hier auch so ein Ding? Ah. Er kann die mal wieder weggehen da, dann können wir das nämlich hier üben. Und da kann die hier ein bisschen üben. Hecken üben. Geh mal weg da. Hier laufen ja auch Stormtrooper rum. Probieren wir das nochmal. Jetzt auf zu plaudern. Warum gibst du schon wieder Geld aus? Gut, wir haben jetzt ein bisschen Geld verdient, zum Glück. Ja. Dann üb du nochmal ein bisschen hier. Und dann, muss er auch noch üben. Wer gibt denn... Spielt er weiter? Nein, hör auf zu spielen! Du hast eine Glückssträhne, ich weiß, aber nein, wir hören jetzt auf zu spielen. So, dann reden wir mal. Vielleicht hat er ja einen Job nach... Bitten, nach Mission zu sehen. Also, warum hast du jetzt schlechte Laune? Oh, System überlastet. Ah, wir haben eine neue Aufgabe. Wenn das nicht der netteste Sabbat-Spieler ist, gegen den ich je verloren habe, ich möchte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ein Kumpel von mir hat ein Paket für mich aufbewahrt, aber er musste es aus geschäftlichen Gründen die Stadt verlassen, bevor ich es abholen konnte. Allerdings muss ich sein Sicherheitspersonal dazu kreativ austricksen. Keine Sorge, ich bitte dich nicht, in sein Haus einzubrechen. In das Haus eines Fremden einzubrechen. Wir sind schließlich alte Freunde. Sprich mit Doc Onda, der wird dir einen Datenstift geben. Schon wieder. Benutze ihn, um die Tür meines Freundes aufzubrechen, um mir sein, mein Paket zu bringen. Okay, wunderbar. Ja, dann nehmen wir das doch an. Aber da er auch erstmal... Warum läufst du schon wieder weg? Du sollst hier Hacken üben, auch wenn du das wohl nicht so gut kannst. So, wo haben wir denn den Datenstift? Frage die Sims auf Batuu, ob sie wissen, woher man einen Datenstift bekommt. Gut, das weiß ich ja. Ich habe ja eben schon einen gekauft, aber dann fragen wir mal. Nach Datenstift fragen. Wie ist denn das hier? Argon. Paket für Hondo. Besuche den Bezirk der ersten Ordnung, in dem du dein Telefon verwendest. Wenn du eintrittst, findet sich ein Bedienfeld an der Wand vor dir. Analysiere und hacke das Bedienfeld, um die Sicherheit zu umgehen. Ja, das haben wir eben schon gemerkt mit Moni. Das haben wir schon mal probiert. Dann werden wir gleich beide dahin fahren. Hondo kann dir Datenstifte geben, wenn du dir seinen Respekt verdient hast. Du findest ihn in Ogas Gardina. Du kannst es auch bei Doc Onda versuchen. Er verkauft mehr als nur Antiquitäten.
Ja, dann fragen wir nochmal Hondo nach dem Datenstift. Oder nee, doch nicht. Nein, dann fragen wir mal hier den noch nach Datenstift. Weil irgendwie haben wir... Achso, keine halten. Ja, dann kaufe ich halt jetzt einen. Wir haben ja Geld bekommen. So, was machst du? Du läufst schon wieder weg, weil sie auf Toilette muss. Ja, dann geh mal dich auffrischen. Und dann, welches Level hast du der Programmierfähigkeit? 1, aber gleich vor 2. Ich habe gehört, dass Doc... Ja, da gehe ich jetzt auch gleich hin. Gibt es nur einen? Warum laufen da alle hin? Ja. Genau, dann kaufen wir jetzt mal 2 Datenstifte, weil wir wissen, dass die das nicht immer auf Anhieb hinbekommen. Und dann... haben wir jetzt, müssen wir jetzt eigentlich hier einen Fortschritt haben. Genau, dann übst du jetzt noch ein bisschen. Nein, du schmeißt den komischen Typen jetzt hier weg. Hacken üben, danke. So, ein bisschen schneller, weil, ja. Level, wir brauchen ein Level-Up. Wieso werden hier auch immer alle geschockt weiterüben? Gib dir ein bisschen Mühe, Bale. Sonst wird halt nichts mit der Schurkenkarriere hier. Was macht die jetzt eigentlich? Ja, wir müssen auch nochmal zur ersten Ordnung. Bale hat auch schon wieder Hunger. Du übst trotzdem noch weiter. Wenigstens Level 2. Bitte? Das wäre ein Träumchen. Sie steht auch schon kurz vor Level 2. So, jetzt machen wir es hier schneller, damit das hier nicht ganz so langweilig wird. Ja, wirst immer wieder geschockt. Trotzdem musst du weiter üben. Weiter üben. Weiter üben. Du wolltest auch mal ein Lichtschwert haben, oder? Dann musst du noch ein paar Missionen erfüllen. Bald haben wir Level 2. Unsere Hauptmission ist Level 3 erreichen. Weil als Schurke muss man überall einbrechen, sich einhacken. Ach, der schon wieder. Ja, dann gehen wir jetzt hier weg und essen was. Weil, nein. Ich wollte was zu essen bestellen. Nein, auch nicht scannen. Ich wollte auch was zu essen bestellen. Das machen wir weg. Dann geht Moni erstmal. Schläft die jetzt? Nee. Aber die ist müde. Aber hier gibt es keine Zelte, ne? So Lichtschwert-Herausforderungen herausfordern. Das klingt auch gut. Lava. Mustafanische Lava-Rolle ist da jetzt. Und sie unterhält sich. Er hat Hunger und muss auf Toilette. Okay, ich lasse Moni erstmal nochmal üben. Ach, jetzt steht der Stormtrooper da. Egal. Übst nochmal, weil du hast gleich Level 2. Dann klappt es bestimmt besser im Bezirk der ersten Ordnung. Super, gleich Level 2. Diese Folge besteht nur daraus, Programmieren zu üben. Ja, die ist fertig. Die hat jetzt... Ja, wurde wieder geschockt. Super. Er hat jetzt was gegessen. Und dann würde ich sagen, übt er auch nochmal, weil er auch kurz vor Level 2 ist. Und dann gehen wir rüber zur ersten Ordnung. Und dann kann er da auf Toilette gehen. Ganz schnell. Und. Ist wieder geschockt. Okay, noch einmal und dann darfst du auf Toilette gehen. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so menschlich, was ich hier mache, aber er soll das jetzt mal hinbekommen. Ach, der ist schon wieder so ein Stormtrooper. Nochmal. Komm. Ja, Level 2. Super, dann schläft sie. Wo schläft sie denn? Ah, hallo. Du kannst doch nicht hier auf der Straße schlafen. Nee, das geht. Nein. Hallo.
Schläft die da einfach auf diesem Stein? Wo sind wir denn hier? Ja, dann würde ich sagen, Bale kümmert sich erstmal Dings und sie versucht den Code umzuschreiben. Weil wir haben ja jetzt noch ein paar Stifte. Dann hoffentlich werden wir nicht erwischt. Und Bale macht sich frisch. Ja, sieht doch super aus. Kommt da jemand? Kommt da jemand? Sieht gut aus. Okay, das ist Bale. Beschämt. Sollte untertauchen oder erst mal. Okay. Ich habe Alarm ausgelöst. Hier hingehen. Geh weg. Geh weg von da. Mach irgendwas anderes. Geh hier hin. Und Bale macht dann. Ach so. Der hat doch schon Daten. Ach so. Oh. Nee, aber er kann ja mal hier versuchen. Guck mal, die Stormtrooper wieder. Ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt mitgenommen habe, den Bale, aber. Komm, wir machen das jetzt mal vor den Augen der. Der. Hier. Stormtrooper. Ah, es hat aufgehört zu alarmieren. Aber was ist jetzt los? Moni kann derzeit unter Beobachtung. Ach so. Oh, das ist ja. Das ist richtig mies. Hör mal auf. Der Stormtrooper ist da ein bisschen. Ist damit beschäftigt? Welche Aktivitäten soll da sein? Okay, dann reisen wir erstmal zurück mit Bale, weil Moni ist ja eh gesperrt und kann gerade nichts machen. Dann suchen wir mal das Paket für Hondo. So, Paket für... jetzt ist Moni doch mitgenommen. Besuche den Bezirk. Ja. Du doch zurück. Oh. Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh. Erstmal vorher lesen, bevor man zurückreist. Ja. Also doch das Bedienfeld, was Moni kaputt gemacht hat. Da müssen wir das Paket erhalten. Ein Sirius und Hecke das Bedienfeld. Also erstmal aller Bedienfeld analysieren. Kann Moni dann ihm nicht helfen, aber die sollen ja eigentlich nicht. Sie ist beschämt. Na, dann üb mal ein bisschen mit deinem Lichtschwert. Wie wär's damit? Aktionen. Runde? Nee, du sollst mit deinem Lichtschwert üben. Da kannst du ein bisschen... Ja. Mit Lichtschwert trainieren. Kannst du dich ein bisschen nützlicher machen. Ach, die hat schon in der Hüfte. Überwachungssystem der ersten Ordnung entdeckt und deaktiviert. Setze die Analyse des Bedienfeld fort, um herauszufinden, wie du dich am besten einhacken kannst. Hackencode umschreiben. Na, probieren wir das mal. Weil wir sollen ja analysiere und hacke das Bedienfeld, um die Sicherheitstür zu umgehen. Die hat schon wieder Hüftprobleme hier, die Moni. Ah ne, das ist, wenn das Ding schießt und sie nicht trifft. Hat er es geschafft? Bale, endlich schaffst du mal was. Sicherheitstür umgehen, um Paket zu erhalten. Yay! Okay, er ist drin. Schnell am Stormtrooper vorbei. Wie lange bin ich denn jetzt noch beschämt? 23 Minuten. Ja, dann geh du mal was essen. Jetzt ist eh gleich vorbei. Vielleicht geht sie wieder irgendwo schlafen auf der Mauer.
zur Kommunikation. Muss ich das Kommunikationsturm-Zugriffsturm-Dings abrufen? Ja. Ja, dann machen wir das doch. Ist der. Hä? Ach, der hat das Paket. Wo schläft er jetzt schon wieder? Okay, so eine Kiste. Ah ja, interessant. Okay, dann habe ich den Code. Oh ja, Übertragung der ersten Ordnung. In der Nähe des Druid-Depots befindet sich eine Kommunikationstür für die Funkübertragung der ersten Ordnung. Klicke auf das am Kommunikationsturm angebrachte Bedienfeld, um die Übertragung zu unterbrechen. Am Druiden. Es stoppt nicht so schnell. Am Druid-Depot. Soll's, ja, jetzt schlafen die schon wieder alle. Wo ist denn das Druid-Depot? Nee, das dort befindet sich der Kommunikationsturm. Wenn ich wüsste, wo das Druid-Depot ist. Oh, was ist hier? Ist das das Druid-Depot? Weiß man nicht so genau. Hier ist ein Stuhl. Spale hat jetzt Fitness. Das ist gut. Kann nicht schaden. Oh, was ist denn hier das Bedienfeld? Ecken durch umschreiben? Nee, müssen. Ein Kommunikationsturm. Was ist denn hier ein Kommunikationsturm? Aber wir sind noch bei der ersten Ordnung, ja? Hier kann man noch draufklicken. Hm. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich möchte mich jetzt hier nicht so lange damit aufhalten wollen. Nee. Okay, die pennt ja eh noch. Dann gehen wir, würde ich sagen, erstmal zurück. Und geben das Paket ab. Vielleicht suche ich den Druidenturm offline sozusagen. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann ja, zeige ich es euch im nächsten Part. Weil das ist ja jetzt langweilig, wenn ich da so rumirre und den Druidenturm suche. Oder den aus. Egal. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt gehen wir aber das Paket hier an. Hondo. Und dann haben wir die weitere Mission erfüllt. Und wir müssen jetzt hier auch noch Level 3 erreichen. Das mache ich wahrscheinlich auch noch off-cam. Dass ich ihn auf Level 3 packe, der Programmierfähigkeit. Und dann können wir auch schon eine neue Nebenmission sozusagen bekommen. Was haben wir jetzt? Ja, Paket. Bail Organa hat Rang 1, Anfänger bei den Schurken erreicht. Freigeschaltete Belohnungen der Schurken, galaktische Credits, Interaktion Schwindel. Die folgenden Objekte können bei Hondo Onaka gekauft werden. Onaka, ja. Okay, jetzt wollen wir mal eine neue Mission. Kriegen wir die jetzt auch? Ja. Gucken wir mal, ob er noch eine neue Mission für uns hat, die wir annehmen können. Und dann würde ich sagen, machen wir Off-Cam. Mache ich Off-Cam, packe ich ihn auf Level 3. Oh, hat aber viele Aufgaben für uns. Suchen uns jetzt hier noch eine Aufgabe aus. Dann Off-Cam Level 3 von Bail zu programmieren. Und mit Moni versuche ich, diesen Funkturm zu finden. Also, wir haben einmal von Nils Vandreen im Twist zwischen dem Widerstand und der Ersten Ordnung. Sind Informationen überaus wertvoll? Sammle so viele Geheiminformationen wie möglich, um dir eine anständige Belohnung zu sichern. Die Belohnungen sind alle gleich. Wir haben eine Warenladung, die verschifft werden muss, und zwar schnell. Ich überlasse dir die Führung bei dieser Aufgabe, gern geschehen. Da steht aber Schurken 2+. Wahrscheinlich fangen wir erstmal mit dem 1+ an. Dann hätten wir noch, das Geschäft blüht. Wie wäre es, wenn du ein legitimes Geschäft für mich abwickeln würdest? Ja, also da hier Schurken plus steht und nicht plus 2, nehmen wir erstmal das an. Dann haben wir jetzt hier wieder was zu tun. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal kurz Pause. Haben wir gerade beschrieben, was der Plan ist für, für den nächsten Part. Und ja, ich schaue mal, wie sich das entwickelt jetzt mit Sims 4, habe ich am Anfang des Parts schon gesagt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mir zugeschaut zu haben. Mir macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß. Es ist mal ein anderes Sims, nicht immer dieses Familie aufbauen und so, weil
Ich fand das aber dann irgendwann langweilig, deswegen hier so Missionen zu erfüllen, das ist genau mein Ding. Wenn ihr andere Spiele, Vorschläge habt, die ich vielleicht spielen sollte, dann gerne auch unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abonnement freuen, ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!